würde nämlich jetzt ganz gerne mal ausprobieren, den Bekowski fahren zu lassen, damit ich das nicht wieder machen muss. Ich hoffe auch, dass er ein bisschen langsamer fährt. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Ja, ich hoffe nämlich, dass er ein bisschen langsamer fährt, einfach aus dem Grund, damit wir jetzt nicht mehr diese blöden nachladenden Texturen haben. Zumindest, hallo, gehst du aus dem Weg, zumindest in dieser Folge. Ich werde mich da nochmal ein bisschen schlau machen, aber nicht jetzt, sondern dann in der nächsten Aufnahme, vor der nächsten Aufnahme. Gut, hier gibt es sonst nichts mehr, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zurück zum Auto. Moment, ist hier vielleicht noch was, Zeitung oder so, dass wir nochmal eine Sequenz mit dem Doc bekommen? Nein, leider nicht. Okay. So, das Auto steht noch da und natürlich steht es noch da. Soll es etwa jemand geklaut haben? Ich weiß es nicht. Und angeblich muss ich mich daneben stellen und einfach mal länger Y gedrückt halten. You know the way. You can drive. Ah. Do we know where we're going? Ja, ja, wir fahren jetzt erstmal zum Requisitenladen, würde ich sagen, als Zielort festlegen. Ach, wie entspannt jetzt, ne? Das ist ja cool. Bin ich echt mal gespannt, wie schnell der fährt. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah, you'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffey. Silver Screen Requisiten, 10.45 Uhr. Das ist ja richtig nice, wenn wir ihn fahren lassen. Dann müssen wir nicht die ganze Strecke fahren, bekommen zusätzlich noch ein paar ganz hübsche Kamerafahrten. Das ist ja cool. Vielleicht mache ich das jetzt immer, beziehungsweise öfter mal. Ich möchte natürlich auch selber mal noch ein bisschen fahren und ein bisschen randalieren. Muss ja auch mal sein. Oh, hallo Herr Bär. Werden wir direkt mal hier von einem Bären und einem Ritter begrüßt. Bekowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Okay. Der haut aber jetzt nicht ab oder so, ne? Ich will's hoffen, weil ich nämlich noch mal schauen möchte, ob ich hier irgendwie in die Bücher, in die Akten oder so schauen kann. So, you coming? Ja, jetzt warte doch mal. Das ist gerade so interessant hier. Ich war noch nie in so einem Requisitenladen. Also bitte. Guck, tut ja nicht Amunis auch hier. Und Bekowski steht wie immer gerne im Weg. Ein paar Gemälde. Boah, der dackelt mir aber auch wirklich hinterher, ne? Folgte mir auf Schritt und Tritt. So, you coming? Jaha, ich komme doch, Junge. Ist doch gut. Eine Küche, aha, höchst interessant. So, you coming? Ja, ich bin doch da. Oha, Leinwände, Pferde, Pferdekutschen, wow, was hat er denn hier alles? Moment mal. So, you coming? Ja, gleich. Wobei ich irgendwie die Befürchtung habe, oh, ist da eine Zeitung? Ich kann mich gerade nicht wirklich umschauen. Ja, eine Zeitung! Und ein paar kaputte Kartons. Drogenflut auf der Straße. Polizei jagt Schmuggelware aus Armeevorräten. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny?
Let me think. Oh, yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Please. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surettes. Yeah, surettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you $50,000. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ich muss ja sagen, diese Sequenzen mit dem Doc sind unglaublich leise. Warum lädt es denn gerade so ewig? Okay, keine Ahnung. Die sind unglaublich leise. Ich ziehe die beim Rendern und Schneiden, ziehe ich die dann extra immer noch lauter. Ey, das ist unfassbar leise. Vor allem... Ach, sieh an. Vor allem der Sheldon selbst spricht so leise. So this is where you sprang from. Gegossene Schrumpfköpfe, na, sieh einer an. Okay, oh, Moment. Den schaue ich mir nochmal genauer an. Ja, aber ich glaube... Ah, hier. Moment. Da ist irgendeine Stelle. Da ist sie. Ach so. Okay, er sagt da gar nichts mehr zu. Wie creepy die aussehen. Na gut, ich denke, wir können nur froh sein, dass es keine echten... Ach so. Wow. Ich dachte gerade, da geht's noch weiter. Wie krass. Schaut mal. Alles nur Requisite. Ja, nee, was ich sagen wollte, wie gut, dass es keine echten Schrumpfköpfe sind. Ich laufe nochmal eben hier vorne links hin. Na gut, die Pferde sehen jetzt nicht so lebensecht aus. Mülleimer, Mülltonnen... Pflanzen. Hydranten. Okay, ich glaube, das ist alles nicht besonders wichtig. In die Müllcontainer können wir auch nicht reinschauen. Und Bekowski läuft wie immer hinterher. Auf Schritt und Tritt folgt er mir. Aber das da hinten echt cool gemacht. So, you coming? Jaha, ist doch gut jetzt. Ich komme. Alles gut. Magazine. Ein paar Filmplakate, da geht es leider nicht durch. Night Train. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Wie, jetzt darf ich mich erst umschauen? Moment, hier war doch schon was. Ein Hut. Gut, ist jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich. Ja, bestimmt irrelevant. Das denke ich auch. Dieser Hammer hier wahrscheinlich genauso. Nothing significant. Und vermutlich können wir jetzt echt nochmal nach draußen und uns da alle Leinwände anschauen. Ist das ein Katana? Don't think this is any use to us. Okay. Ach, da geht es sogar durch. Ah, die Maske. Sieht ja ein bisschen vergammelt und verlassen aus hier. Abgesehen von diesem... Probably nothing. Ach so, das ist eine Bürste. Ich dachte erst Moment, das wäre ein überdimensional großer Löffel. Aber nun gut. So, wo geht es hier hin? Ich verlaufe mich doch hier. Hier ist die Toilette. Wer hängt denn da bitte einen Spiegel auf? Okay, das war die Tür. Was ist das hier? Noch mehr Schrumpfköpfe. Ich finde die ja echt widerlich, ne? Oh Gott. Nee, so einen Schrumpfkopf möchte ich nicht so gerne haben. Oh.
Das sieht doch interessant aus, oder? Moment. 100 Gramm Chlorhalidrid, wie auch immer giftig, für Gegenmittel. Doping a 15-year-old kid and abusing her to screen test. What is wrong with these people? Chloralhydrat, nicht Aldehyd. Poison. Steht auch nochmal groß drauf. Wahrscheinlich ein paar Flaschen Shampoos. Was ist das hier? Ach, das ist nur noch ein weiterer Schrumpfkopf. Nee, ich möchte gar nicht mehr sehen. Ich finde die echt nicht cool. Noch einer. Gut. Ein paar Filmrollen, dann eine geöffnete Flasche Champagner. Sag ich jetzt einfach mal so, eine Kamera. Hä, Moment mal, der Spiegel. Ist der an der gleichen Stelle? Turn off the lights, Hopgood. Was? Why would I want to do that? Ist da eine Kamera hinter? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Okay. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Das ist interessant. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Hier ist auch noch mal ein Spiegel. Achso, die Schnur da oben ist vom Licht, okay. Dahinter muss ein Raum sein. Na, dann muss der ja von der anderen Seite irgendwie zugänglich sein. Verbindung zu Bishop. Nee, 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 warte mal. Wir sprechen noch nicht mit ihm, dann möchte ich mich da erstmal umschauen. Ach, dann ist er vermutlich... Dann ist er vermutlich genau da, wo ich vorhin drauf reingefallen bin. Hier. Ach, na, sieh mal eine an. Na, sieh mal eine an. Hier eine Flasche, die aber vermutlich nicht wichtig sein wird. Na, dann schauen wir doch mal. Wow, er tritt die Tür direkt ein. Geheimer Kameraraum. Was zur Hölle? Filmrolle von Bishop. Jungle Drums, okay. Zu Händen mag Bishop, Bishop Adresse so und so, okay. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Mhm. Okay, dieses Säbel hier. Ist wahrscheinlich nicht so interessant. Moment, ich kapiere aber gerade überhaupt nicht. Ach du Scheiße, ich kapiere überhaupt nicht, was dieser Raum hier soll. Ach doch. Das war klar. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Das war klar. Die haben das Mädel... Könnte ich mir jetzt vorstellen, die haben das Mädel da irgendwie auf dem Sofa platziert, unter Drogen gesetzt. Die musste irgendwelche Posen machen und dann wird das hier gefilmt. Moment. Achso, das ist nur so ein Loch? Alles klar. Okay, sagt er dann nichts mehr zu? Nee, okay. Gut, dann sprechen wir ihn jetzt mal drauf an. Da, fuck, was ist hier los? Was zur Hölle? Und vor allem wäre das jetzt mega unrealistisch, wenn der Typ total ausflippt, so nach dem Motto, hey, sie haben meinen geheimen Raum entdeckt. Und die ganze Zeit steht er da aber so still und steif rum. Na gut, Verbindung zu Bishop. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Na ja, haben wir einen Beweis dafür, dass er ihn erst vor kurzem gesehen hat? Das Foto kann ja schon älter sein. Der Sattel ist auch vom letzten Film, beziehungsweise, für den Film Gay Cowboys. Das ist die Erpressung. Beweis, dass Mark Bishop dafür zahlte, dass es zu keinem Skandal kommt. Ja gut, das war aber ja an die Frau.
Schrumpfköpfe nicht. Das Zeug hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, dass er ihn in letzter Zeit gesehen hat. Verdächtiger ist angeblich am Set. Okay, ich werde das mal anzweifeln, weil einen direkten Beweis, dass er ihn gesehen hat, habe ich ja irgendwie nicht. He was here yesterday and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. And well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Okay, das war 100% falsch. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Na ja, klar. Weil ein Beweis, wo der ist, haben wir nicht. Delivering props to Jungle Drums on 8th Street. Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, add Vice. Hold on a moment. This is clearly a Vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a Vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlin? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives! Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today, by any chance? No, no. Not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is gonna get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only gonna warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kinda dumb. But polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Was geht denn mit denen? Was war das denn jetzt bitte? Krass, ich muss gleich auf jeden Fall mal irgendwo abbiegen. Sind die ein bisschen heftig oder so? Ach so, er schießt die Bombe. Ich dachte, wir sollen abhauen. Ich dachte jetzt echt... Wo, Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, wir sollen einfach nur abhauen. Ja, dann kommt mal näher, bitte. Lay into his wheel arches. Ja, ja, ich versuch's, ja. Stattdessen nehme ich lieber die ganze Laterne mit. Shit! Fahr zurück. Fahr doch mal richtig drauf jetzt. Oh, lauf, 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 lauf! Okay, ich konnte nicht mal vernünftig laufen. Was war da los? Mann, ich würde den super gern vorher erledigen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die hier fertig machen müssen. Ich
Ich dachte, wir sollen einfach wegfahren. I can't take the shot from here, Cole. Ich kann den ja so einfach nicht rammen. Ich muss den ja irgendwo gegenschleudern. They really don't want anybody getting the Bishop before they do. Der rammt wahrscheinlich eher mich als alles andere. Keep it steady. I'll try and bust his tires. Okay. Kann man jetzt nicht mal einfach aussteigen? Ja, guck mal, die hängen da doch schon rum. Wer ist da noch vor uns? Geh mal bitte in Deckung. Du sollst in Deckung gehen, habe ich gesagt. Du sollst in Deckung gehen, habe ich gesagt. Ich wechsle hier garantiert keine Waffen. Du sollst in Deckung gehen. Solange jetzt hinter uns keiner mehr ist. Na komm. Sehr schön, da ist aber noch einer. Lass mal bitte nach. Ach, hast du es schon? Na komm. Wow. Das haben wir aber alle, oder? Krasser Shit. Was war das denn jetzt? Ich dachte, wir müssen da davonfahren. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. Ja, fahr du mal bitte, mein Freund. Ich bin gerade zu fertig. Can you drive to this one? So, where do you want to go? Ja, nee, hier, ich will bitte zum Set. Da kannst du mal hinfahren, Freundchen. Da kann ich mich ein bisschen auf eure Gespräche konzentrieren und mich über den kaputten Wagen ärgern. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Jungle Drum Set, 5.30 Uhr. There's the slippery bastard now. No. God damn it! Oha. Mark Bishop, stop! LAPD! Ich weiß, das ist gerade sehr spannend, Leute, aber ich muss jetzt echt die Folge beenden. Ich will nicht schon wieder so viel überziehen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!